erledigt. Der Ersatz für den gewechselten Stürmer Wilimir Jovanovic war in Jena schnell gefunden. Bedi Bastien Buval, Franzose, geboren auf Martinique, zuletzt beim albanischen Erstligisten Flamutari Flora. Und der weiß offenbar, wo das Tor steht. 23 Treffer in 19 Spielen. Steht also die Frage, ist der neue Mann ein Mann für die Zukunft? Oder will Jena diese Saison mit ihm noch was Richtung Aufstieg versuchen? Oder gar beides? Heute beim Tabellenletzten gab Bedi Buval jedenfalls sein Ligadebüt in Deutschland. Und das gleich in der Hauptstadt. Viktoria Berlin gegen den FC Carl Zeiss Jena mit Bodo Bück. Buval soll schnell sein. Buval soll torgefährlich sein. Ein fast kompletter Spieler. Und kaum zu glauben, er arbeitet auch nach hinten. Alle sind gespannt auf den Auftritt des 29-Jährigen. Sein Trainer hat vorher einen coolen Spruch losgelassen. Der Neue ist kein Messias. Insgesamt hat sich die Lage beim FC Carl Zeiss ein wenig entspannt. Bär kann wieder mitwirken. Hier setzt er sich sehr schön durch. Gute Flankenposition. Und erste Möglichkeit, das ist Nattermann, der ausgeliehen wurde von Erzgebirge Aue. Schlegel kann auch wieder mitwirken. Und jetzt der erste Eckball der Gastgeber, Viktoria Egelseder. Den hatten sie da allein gelassen. Die Berliner spielen ja gegen den Abstieg. Und sie machen das mit sehr viel Vehemenz. Ausgeglichene Partie in den ersten 20 Minuten. Dann gibt Viktoria den Ton an und hat hier eine Möglichkeit durch Özcan. Und wir haben es gesehen, Rafael Kotschor ist wieder im Tor beim FC Carl Zeiss. Also der hat seine Strafe abgebrummt vom Spiel gegen Zwickau. 890 Zuschauer. Es gab keine Musikbeschallung. Da hatten sich welche beschwert in Berlin. Also das auch außergewöhnlich. Hinein in den zweiten Durchgang. Und dann Foulspiel an Buval. Ja, weiß nicht, ob das unbedingt ein Freistoß sein muss. Schiedsrichter Giese hat so entschieden. Die Berliner protestieren. Aber die Möglichkeit für den FC Carl Zeiss, und da haben sie ja einige Spezialisten. Starke zum Beispiel mit seiner linken Klebe und der sitzt. 58. Minute, ein Geburtstagstor von Starke. Der feiert heute seinen 25. Morgen hat René Eckert Geburtstag. Also, das kann ja ein paar Festivitäten nach sich ziehen, wenn Jena gewinnen sollte, wenn sie dieses 1:0 möglicherweise über die Zeit bringen. Aber Viktoria kommt mit Haubitz. Schönes Punkt. Wurde dort von Ergedi gut eingesetzt. Und Kotschor mit einer starken Parade. Rückhalt des FC Carl Zeiss. Duval, sehr auffällig. Das ist Vojvoda. Und die Möglichkeit für Buval, ja? Schuss entschlossen ist der neue Mann. Ist noch nicht im Rhythmus, hat sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber das kann sich sehen lassen. Wieder 1889 die Berliner. Mit Bejazit. Und mit Mansfeld, der ist neu in der Mannschaft. Den haben sie vom BFC geholt, den jungen 20-Jährigen. Billardstoß von ihm. 79. Minute. Die schöne Führung des FC Carl Zeiss ist dahin. Ja, da hat er einiges anzumerken. Der verantwortliche Trainer. Es ist ja immerhin die beste Abwehr der Liga. Aber hier in dieser Phase machen sie diesen Eindruck nicht. Ballverlust. Und Benjamina marschiert. Schwer zu sagen, ob Abseitsposition oder nicht. Auf alle Fälle Riesenmöglichkeit für die Gastgeber. Und das nutzen sie. Watzka schießt Viktoria ins Glück. 2:1, 90. Minute. Sie drehen das Spiel. Und natürlich Enttäuschung
beim FC Carl Zeiss Jena. Es sah nach 3 Punkten aus und jetzt stehen sie blank da. Wir haben Schwierigkeiten, das hat man auch heute gesehen. Wenn du eine Spitzenmannschaft sein möchtest, musst du das Zweite nachlegen, alles ist gut und so weit sind wir nicht. Und dass du dann in der Schlussphase das Spiel noch herschenkst, dann brauchen wir nicht irgendwie über eine Spitzenposition sprechen. Sie können ihr Glück kaum fassen, die Spieler von Viktoria, dass sie das gedreht haben. Und natürlich Enttäuschung bei Jena, Enttäuschung bei Riva. Ja, nach dem späten K.O. in Berlin ist dann wohl auch der letzte Aufstiegstraum.